Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier gerade in einer ganz tollen Kulisse hier in der Seezeit Lodge am Bostalsee. War ja die letzte Woche mit unserem Sohn zusammen in Österreich auf einer Fortbildung und heute habe ich hier mit meinem Mann ja, Auszeittag in der Seezeit Lodge, wo wir es uns gut gehen lassen. Wir haben gerade ganz lecker gebruncht und jetzt geht es gleich in den Spa-Bereich. Hallo liebe Dagmar, hallo liebe Julia, hallo liebe Gisela, wunderschönen guten Morgen. Worüber möchte ich mit dir sprechen heute? Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen einen kleinen Post gemacht mit der Frage: Was schmerzt dich am meisten zurzeit auf dieser Welt und wo ist da eine Verbindung? Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, den ich da geschrieben hatte. Und einer hat da geschrieben, dass sie am meisten schmerzt ihre Position innerhalb der Familie. Und sie würde das immer alles durchschauen. Hallo, liebe Hilke, guten Morgen. Sie würde das immer alles durchschauen. Und ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, also mit anderen Worten. Also sie hat auch ein gutes Einfühlungsvermögen da, wenn sie das bei anderen sieht. Und das ist so ihr größter Schmerzpunkt im Moment. Und was sie denn damit jetzt tun soll oder kann. Also auf diesen Kontext wollte ich einfach mal nochmal eingehen, um das ein bisschen näher zu erläutern. Und zwar, ich habe diese Frage, diesen Post bewusst gemacht, um dich auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, so ein bisschen in die Richtung zu führen. Und dann dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Es geht ja hier in der Gruppe darum, deinen Seelenberuf zu finden, deinen Seelenplan zu entdecken, ihn zu leben, dein Herzensbusiness an den Start zu bringen, wie auch immer man dieses Kind nennen möchte. Und da, wo in deinem Leben auch rückblickend die größten Schmerzpunkte waren, die hast du ja auf irgendeine Art und Weise gemeistert. Und das ist genau das, was dein Seelenberuf ausmachen kann. Denn genau in dem Bereich hast du ja ganz spezielle Erfahrungen gemacht. Oder machst du vielleicht jetzt auch noch und meisterst die Situationen? Und wie viele Menschen gibt es da draußen, die in ähnlichen Situationen stecken, die du schon durchlaufen hast, die du schon gemeistert hast, wo du einfach helfen kannst? Und das ist damit gemeint, die Anregung von mir, die Einladung von mir, dass du da mal überlegst, wo sind deine Schmerzpunkte im Leben? Und hier sind ja jetzt auch einige Zuschauer dabei, die auch bei mir in der Akademie sind, die da in der Richtung ja auch schon mit einer Anleitung gearbeitet haben und da auch ihren Seelenberuf erkannt haben. Also diejenigen, die jetzt live dabei sind oder diejenigen, die auch noch zuschauen, ihr könnt gerne hier da auch mal von euren Erfahrungen was zu sagen, weil das ja immer alles so plastisch ist und das hört sich immer alles so einfach an. Es ist ja auch im letzten Endes einfach. Man braucht natürlich eine Anleitung. Also fühlt euch, die in der Akademie sind, die damit Erfahrung gemacht haben von dem, was ich jetzt spreche, gerne eingeladen, hier auch was zur Ermutigung für die anderen, was dazu zu schreiben, wenn ihr wollt. Also deine Schmerzpunkte im Leben, die bisherigen und auch vielleicht die jetzigen, die du schon wunderbar gemeistert hast, und zwar auf deine Art und Weise. Das gehörte ja alles auf eine gewisse Art und Weise zu deinem Seelenplan, zu deinem Leben dazu. Du hast dir es ausgesucht, diese Erfahrungen zu machen. Natürlich, wenn man drinsteckt, findet man das überhaupt nicht prickelnd. Also, als mein Weg begonnen hat, vor vielen Jahren mit tiefsten Depressionen und Burnout, heute würde man das Burnout bezeichnen, als ich Anfang 20 war und zum ersten Mal so eine Diagnose bekommen habe, dann hieß es einfach nur tiefste Depression. Burnout, den Begriff kannte man damals noch nicht. Der ist erst später kreiert worden. Rückblickend, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dein Lebensweg,
den du bislang gegangen bist, deine Schmerzpunkte, das sind genau die Punkte, wo du ein Mehrwert für andere Menschen sein kannst, wo du anderen Menschen bei helfen kannst. Natürlich, wenn man das vor allem zum ersten Mal hört, klingt das seltsam für die Ohren und wenn man auch keine Anleitung dazu hat, wie soll ich denn jemand anderem dabei helfen? Und wir sind ja auch so dazu geneigt, das, was wir selbst in unserem Leben schon gemeistert haben, und da sagt uns der Volksmund das auch so schön, du hast Situationen, du auf deine ganz eigene Art und Weise hast gewisse Situationen in deinem Leben gemeistert. Was heißt denn das? Du bist Meister und Meisterin geworden in dieser Situation, in deinem Leben, die du auf deine Art und Weise gemeistert hast. Das heißt, auf deine eigene Art und Weise bist du ja einen Schritt weiter als viele andere da draußen, die in ähnlichen Situationen gerade stecken. Sei es, dass es darum geht, Trauer zu bewältigen, sei es, dass es darum geht, dass du eigene Erfahrungen gemacht hast, nach der Schule nicht so recht wusstest, wie geht es jetzt weiter und dir rückblickend eine Hilfe gewünscht hättest, die dir den Weg gezeigt hätte, dein eigenes Ding zu machen oder dir, die dir unterstützend zur Seite gestanden hätte, damit du nicht irgendwelche Ausbildung oder Studien gemacht hättest, des Studierens willens, oder dass du vielleicht die, wie nennt man es, die Wechseljahre auf deine eigene Art und Weise durchlebt hast und so auf deine eigene Art und Weise eine Hilfestellung hattest oder dir selbst gegeben hast, wie du leichter da durchgekommen bist. Und. Da gibt es ja unzählige von Beispielen. Oder im Hinblick auf die Kindererziehung hast du dein eigenes Ding gemacht. Oder du hast vielleicht viel Erfahrung im autark Reisen, also außerhalb von Urlaubskatalogen. Und. Du hast deine eigenen Themen, deinen eigenen roten Faden im Leben. Und da bist du ein absoluter Mehrwert für andere Menschen. Und damit kannst du. Sind wir nochmal bei der Frage, bei dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Dabei kannst du andere Menschen unterstützen. Wir sind nur dazu geneigt, unser eigenes Licht so unter den Scheffel zu stellen, dass wir sagen, wie sollte das funktionieren? Das ist ja nichts Besonderes. Wir erkennen uns gar nicht für die Dinge an, für die wir schon die Meisterschaft in unserem Leben errungen haben. Wir sehen das gar nicht. Bitte erlaube dir es mal zu sehen. Die Aufmerksamkeit mal darauf zu richten, was du schon wunderbar in deinem Leben gemeistert hast. Also deine Schmerzpunkte. Und da bist du Expertin. Du kannst dich auch als Expertin da bezeichnen. Das ist nun mal so. Du bist Meisterin in dem Bereich. Und da gilt es dann einfach, natürlich auch ein Konzept daraus zu entwickeln und da brauchst du natürlich auch Hilfestellung, anderen Menschen zu dienen. Du brauchst nur einen Schritt weiter zu sein. Du brauchst nur in einer Situation dein Leben in der Richtung gemeistert zu haben und kannst da anderen Menschen bei helfen. Und wir haben doch auch alle dieses Helfergehen in uns. Schau mal, wenn du irgendwo mit einer Freundin oder irgendwo im Café hockst, mittags. Sei es mit der Freundin oder am Nachbartisch sitzt eine Frau, die total fremd ist und du kommst mit ihr ins Gespräch und sie klagt gerade über irgendetwas, über ein Thema, was du in deinem Leben schon gemeistert hast. Gibst du ihr da deine wertvollen Tipps und Anregungen? Bist du da die Person für diejenige nach dem Tenor, was hat die Person gerade davon, dass es dich gibt, dass du sie im Café getroffen hast? Dass du ihr dabei hilfst, dass du ihr wertvolle Impulse und Anleitungen gibst, aus der Situation rauszukommen. Wahrscheinlich machst du das. Und dann kommt der zweite Schritt dazu, dass du dir eben auch erlaubst, hallo liebe Katharina, dass du dir eben auch erlaubst, einen energetischen Ausgleich dafür zu bekommen. Denn dann passiert noch Folgendes. Wenn du dir erlaubst, einen energetischen Ausgleich dafür zu bekommen, wird die Person, die dir gegenüber hockt, und jetzt spreche ich natürlich nicht von der Situation im Café, wenn du mit jemandem Kontakt bekommst, ich sitze ja hier auch in so einem wunderschönen Terrassenbereich, wenn jetzt hier jemand kommt und ich käme mit dir ins Gespräch,
und die will wissen, wie sie ihren Seelenplan entdeckt und ich gebe ja das weiter, dann stelle ich natürlich anschließend keine Rechnung. Das ist klar, von der Situation spreche ich nicht. Sondern grundsätzlich ist das dein Seelenberuf, deine Seelenaufgabe, dein Seelenberuf. Und sobald du das auch als Beruf anerkennst und dir erlaubst, dann eben auch entsprechend einen Ausgleich dafür zu bekommen, also auf eine professionelle Art und Weise, wird dir dein Gegenüber nochmal auf eine andere Art und Weise zuhören und dein Wissen auf eine ganz andere Art und Weise nochmal verinnerlichen und vor allem die Tipps und Informationen und Anleitungen, die du deinem Gegenüber gibst, auch umsetzen. Die Person im Café, die hat vielleicht die Anregungen bekommen, geht anschließend nach Hause und denkt, ja, ganz interessant. Wenn die dir aber, und das ist natürlich ein Deal, der vorher klar sein muss, bitte, das mit dem Kaffee war jetzt nur so das Beispiel, ich rede jetzt wirklich davon, deinen Seelenberuf auch zu leben. Wenn im Vorfeld klar ist, du dich da als Meisterin, als Expertin positioniert hast und die Menschen in dein Leben kommen, die absolut dein Wissen haben wollen, ist ja auch klar, dass ein Energieausgleich stattfinden darf, dann wird die doch. Selbst wenn ihr euch dann im Café getroffen habt, egal wo ihr euch trefft, ihr könnt euch auch online treffen oder du kannst diese wertvollen Informationen auch als Videobotschaft weitergeben, dann wird die doch das ganz anders aufsaugen und umsetzen, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein paar hundert Euro oder vielleicht ein paar tausend Euro bezahlt hat. Die nimmt es doch ganz anders auf. So gesehen geht es natürlich auch darum, nochmal im zweiten Schritt das Thema Geldmindset zu heilen. Sich zu erlauben, auch die entsprechende Geldenergie, sprich den entsprechenden Energieausgleich eben auch zu empfangen. Das war für mich auch kein einfacher Weg, weil ich auch immer so da gestanden habe und mir nicht erlaubt habe, auch Geldenergie in entsprechender Höhe in mein Leben fließen zu lassen. Okay? Also, ich glaube, ich konnte diesen Post, den ich da die Woche mal gemacht habe, wo liegt dein größter Schmerzpunkt im Moment? Und wo ist da eine Verbindung zu deinem Seelenberuf oder zu deiner Seelenaufgabe, das ein bisschen durchleuchten, ein bisschen Klarheit da reinbringen und dir damit noch ein bisschen besser helfen, das zu verstehen, wie das eben auch zu sehen ist. Und Hilke, ja, danke für deine Anmerkung hier. Das klingt merkwürdig, stimmt aber 100%. Ich hatte gerade wieder eine Erkenntnis, warum ich eine bestimmte Erfahrung gemacht habe. Sehr, sehr gut. Danke, liebe Hilke, fürs Teilen. Okay. Also, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Hör dir das Video gegebenenfalls noch ein zweites Mal an. Und noch eine Einladung. Beobachte mal, wenn du es dir noch mal ein zweites Mal anhörst, die Diskrepanz, was vielleicht dein Kopf, dein Denker dazu sagt, was ich dir hier weitergebe und was dein Herz dazu sagt. Da gibt es oftmals eine Diskrepanz, da gibt es oftmals unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Botschaften. Dein Herz kann dich nie belügen oder betrügen. Deshalb vielleicht die Einladung, das Live hier nochmal anzuschauen, zu hören, vielleicht auch mit geschlossenen Augen zu hören und mal zu lauschen, was dein Herz dazu sagt. Ob das dir da ein Ja dazu gibt. Ja, da ist was dran. Und der Kopf sagt dann gleich, hey, wie sollten das gehen? Es geht. Also, schaust dir nochmal an, hörst dir nochmal an und hör mal, vielleicht mal beim zweiten Mal zu 80% mit dem Herzen zu und zu 20% mit dem Kopf. Sprich, beobachte mal, was der Kopf dazu meint. Okay? Ganz liebe Grüße, ganz liebe Umarmung. Wir verschwinden jetzt hier hinter die Kulissen in den Spa-Bereich. Da wartet gleich ein Kosmetiktermin, glaube ich, auf mich. Oder Kosmetik, Maniküre, Pediküre. Ich habe hier ein Allround-Programm heute gebucht. Mal schauen, was als erstes dran ist. Und dann sehen wir uns ganz bald nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao.